Bitte versprich mir, dass du niemandem davon erzählst. Was willst du? Dass du die Matheaufgaben für mich machst. Und zwar sofort. Und was ist, wenn ich Nein sage? Dann erfährt Susanne alles. Dass du scharf bist auf ihre Freundin. Wo sind sie? Du wirst sie nicht mehr sehen. Hast du verstanden? Du gehörst mir, Prinzessin. Mir ganz allein. Was wollen Sie von mir? Sie kennen mich doch gar nicht. Oh doch, Prinzessin. Und dieser Felix, der passt nicht zu dir. Allein dieses hässliche Hemd. Woher wissen Sie das? Ich bin hier immer ganz nah, Prinzessin. Naja, als du dir vorstellen kannst, bald sind wir zusammen. Für immer. Nur wir zwei. Du Schwein, lass mich endlich in Ruhe, du widerliches Schwein! Wir holen das Schuldige nach, ja? Was ist passiert? Der Stalker, er hat sich wieder gemeldet. Und er muss irgendwo in der Nähe sein. Wie kommst du denn darauf, eigentlich? Er weiß, welches Hemd Felix trägt und er sagt, er sei mir so nah. Felix, er beobachtet uns schon die ganze Zeit. Schon mal drüber nachgedacht, die Polizei zu rufen? Lass doch mal unsere Sorge sein. Ja. Ich hab gedacht, er lässt mich endlich in Ruhe. Während ich auf Tour war, hat er sich nicht einmal gemeldet. Oh, Felix, ich hab Angst. Hier, top aktuell, mega spannend und du lernst auch noch was dabei. Lisa, vergiss es. Tja, dann muss ich Susanne wohl sagen, dass du scharf bist auf Carla. Ich lass mich doch nicht von dir erpressen. Du sollst mir bloß ein bisschen helfen. Geschwisterliebe nennt man sowas. Paul, ich bin in einer Notlage. Vielleicht knutscht Konstantin gerade mit irgendeiner blöden Volleyballerin rum. Dein Pech. Wären deine Noten besser, hättest du keinen Hausarrest. Du willst es also wirklich riskieren, dass ich dir wochenlang die Ohren voll heule? Du weißt, wie unausstehlich ich bin, wenn ich Liebeskummer habe. Hey, Konstantin geht dir schon nicht fremd. Der ist dir doch hoffnungslos zerfallen. Warum auch immer. Und was, wenn doch? Jetzt sei doch zur Abwechslung mal ehrlich. Du hast keine Lust auf deine Matheaufgaben, willst sie auf mich abwälzen. Das würde ich nie tun. Also? Ich bin so blöd. Ich sorge dafür, dass Konstantin heimlich hierher kommt, halte vor Susanne dich. Und jetzt kannst du dich wieder selbstlos zeigen. Das ist doch deine Spezialität. Okay. Bin mal gespannt, wie Susanne es findet, dass du in ihre Freundin verknallt bist. Nee, das bringst du nicht. Oh doch. Entweder du erledigst für mich Mathe, oder sie erfährt alles. Und das ist kein Scherz. Was regst du dich eigentlich so auf, hä? Vanessa hat die richtige Entscheidung getroffen, wenn sie nicht mehr in der Öffentlichkeit steht, keine Interviews mehr gibt, keine Partys veranstaltet. Damit bestätigt sie diesen Irren doch auch noch. Das ist doch genau das, was er will. Irgendeine Rolle in ihrem Leben spielen, auf welche Weise auch immer. Also ich glaube eher, dass er das Interesse verlieren wird. Ganz einfach. Ach, ihr versteht das alle nicht. Armer Kerl, bist du jetzt traurig darüber, dass du deinen Job als Vanessas Manager los bist? So ein Schwachsinn. Vanessa hat wieder mal komplett übertrieben. Der Typ hat alle paar Wochen angerufen. Das ist normal, wenn man prominent ist. Du weißt, dass sie schon länger bedroht wird? Oh, meine Güte, bedroht, wie das klingt. Und du hast noch nichts unternommen? Nein, warum auch? Ich meine, willst du mir jetzt noch ein schlechtes Gewissen machen? Nein, aber du könntest zur Abwechslung mal an deine Tochter denken, statt immer nur an dich selbst. Bitteschön. Du weißt genau, dass mir meine Tochter alles bedeutet. Ja, dann übernimm mal Verantwortung. Quasi als Vater. Wer weiß, wie der Kerl drauf ist. Ha? Weißt du was? Warum diskutiere ich eigentlich noch mit dir? Das hat ja doch keinen Sinn. Hallo, Leonard. Und? Machst du jetzt mit deiner Nebenklage ernst? Jedenfalls kommt mein Anwalt gleich vorbei. Also ich würde auch keine Ruhe geben, bis der Typ am Boden liegt. Nochmal, Bernd.
Es geht hier nicht um Rache oder um Schmerzensgeld. Ich will einfach, dass der Typ seine gerechte Strafe bekommt. Wir gehen nochmal aufs Revier. Und dann erklären wir denen, was gerade passiert ist. Dass der Stalker wirklich gefährlich ist. Dann müssen die was unternehmen. Er hat aber auch dich bedroht. Er ist total eifersüchtig. Mach dir darüber keine Gedanken. Erstmal geht es nur um dich. Ich lass nicht zu, dass dir dieser Irre weiterhin das Leben zur Hölle macht. Also, wenn ich vor Gericht wirklich eine Chance habe, dann werde ich natürlich als Nebenkläger auftreten. Soweit ich das aus den Akten da sehen kann, spricht nichts dagegen. Der Fahrer ist eindeutig zu schnell gefahren. Das heißt, der Unfall hätte also vermieden werden können? Ja. Meine Frau und mein Kind würden noch leben, wenn er langsamer gefahren wäre? Hören Sie. Dieser Mann hat mir alles genommen. Alles. Und ich will, dass ihm das klar wird. Sie müssten eine Klage auf fahrlässige Tötung erheben. Und das würde dann bedeuten, dass er für mehrere Jahre ins Gefängnis geht? Wahrscheinlich bis zu 2 Jahren, wenn er Glück hat, auf Bewährung. Wie 2 Jahre? Ist das denn alles? So sieht es nun mal die Rechtsprechung vor. Aber das steht doch überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was ich erleiden muss. Was ich verloren habe. Ich kann mir vorstellen, Graf Landstein, dass Ihnen das Strafmaß unangemessen erscheint. Aber eine höhere Strafe ist unrealistisch. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Dann sag du mir bitte, wie ich sonst Lisas Schulprobleme in den Griff bekommen soll. Vertrau ihr wieder. Kennst du meine Tochter schlecht? Ein Donnerwetter hat bei ihr eine Halbwertszeit von 3 Tagen. Gut, dann ruf sie an. Frag sie, was sie gerade macht. Dann musst du nicht noch mal nach Hause hetzen. Okay. Von einer Geschäftsfrau lasse ich mir gerne Tipps in Sachen Zeitmanagement geben. Lisa Brandner? Hallo Lisa. Ich wollte nur hören, wie du mit Mathe klarkommst. Bestens. Eigentlich ist es ganz leicht, die Lösungen rauszukriegen. Siehst du, ist gar nicht so schwierig, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und es macht sogar richtig Spaß. Bist du mit Carla unterwegs? Ja, wir sind hier im Schneiders. Soll ich vor der Arbeit noch nach Hause kommen oder kann ich noch schnell was mit dir hier essen? Genieß die Zeit. Ihr habt ja sowieso immer so wenig voneinander. Alles klar, dann sehen wir uns morgen früh. Grüß Carla schön. Ach, und von Paul auch. Er sitzt gerade neben mir. Tschüss. Tschüss. Alles in Ordnung. Es scheint so, als hätte es bei Lisa Klick gemacht. Das kann ja kein Mensch lesen. Dein Pech. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Und ich seh jetzt mal nach, was im Blue Eis so geht. Soll ich irgendjemand von dir grüßen? Ciao. Du mich auch. Aber Sie können mir doch ruhig den Namen des Fahrers nennen. Graf Landstein, lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen. Ja, aber was spricht dagegen, wenn ich weiß, wer den Wagen gefahren hat? Ihre emotionale Verfassung. Was wissen Sie denn über meine emotionale Verfassung? Genug. Graf Landstein, Sie wären nicht der Erste, der die Nerven verliert. Wenn er demjenigen gegenübertritt, der den Tod seiner Frau und seines Sohnes zu verantworten hat. Ich bitte Sie, was glauben Sie denn, dass ich auf ihn losgehe, oder was? Ich rufe Sie morgen an. Aber ich habe ein Recht zu erfahren, wenn meine Frau und mein Kind... Alles zu seiner Zeit. Auf Wiedersehen. Machst du mir eine Cola, bitte? Klar. Hallo, Leonard. Hi. Darf ich mich zu dir setzen oder möchtest du deine Ruhe haben? Bitte. Vielleicht könntest du mir sogar helfen. Der Fahrer des Unfallwagens, an den kannst du dich doch bestimmt erinnern. Ich meine, du warst doch im Unfallort. Ich kam erst später dazu. Den eigentlichen Unfall habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, aber den Fahrer des Wagens, den hast du doch gesehen. Der wurde gerade ins Krankenhaus gebracht. Und in welches? Ja, zu uns, in St. Vinzenz. Fandest du es nicht ein bisschen übertrieben, dann auch noch mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde zu drohen? Überhaupt nicht. Guck mal, wir haben das erreicht, was wir wollten.
Deine Telefone werden überwacht und wenn die Polizei sich jetzt endlich mal Mühe gibt, dann wird auch dieser Typ gefasst. Meinst du wirklich? Ganz bestimmt. Wollen wir zu dir? Hey. Ich bin noch bei dir. Ja, heute. Felix, ich habe totale Angst davor, irgendwann alleine im Penthouse zu sein. Dieser Typ ist schon mal reingekommen. Und hat dich mit Rosen zugeschüttet. Wenn der Stalker irgendwann vor mir steht, das würde kein Mensch mitbekommen. Dann darfst du eben nicht mehr ohne Begleitung nach Hause. Ich bezweifle stark, dass die Polizei mir auch noch Personenschutz spendiert. Wer sagt denn was von Polizei? Ich bin doch bei dir. Carla. Hallo. Hallo. Wie war dein Tag? Schön. Ich habe eine Tour durch die Galerien gemacht. Dann bist du also wieder auf dem Laufenden darüber, was in der Düsseldorfer Kunstwelt so angesagt ist. Auch. Aber mir ging es vor allem darum, dass ich einen Nachmittag mal wieder auf andere Gedanken komme. Was würde ich darum geben, wenn ich Leonard zu so etwas überreden könnte? Damit er Cécile für ein paar Stunden aus dem Kopf bekommt? Ja, nein, ich meine, wie soll das gehen? Nur Carla, ich... Die Art und Weise seiner Trauer beunruhigt mich. Inwiefern? Er möchte in dieser Wohnung bleiben, ich verstehe das und ich akzeptiere das auch, nur... Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, du machst dir umsonst Gedanken. Wenn es an der Zeit ist, dann kommt er bestimmt wieder zu uns nach Königsbrunn. Aber im Moment können wir nur abwarten. Und ihm zutrauen, dass er mit der Trauer allein zurechtkommt. Ich hoffe, du behältst recht, Carla. Alexander Koch. Das muss er sein. Die Röntgenbilder liegen noch bei mir auf dem Schreibtisch. Leonard, mit dir habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. Du bist doch beurlaubt. Oder willst du schon wieder arbeiten? Ich wollte nur einen Nachtrag für den Patienten mit der Oberschenkelfraktur machen. Ach ja, der ist vorgestern auf die 3 verlegt worden. Ach, siehste, deswegen habe ich die Akte nicht gefunden. Und? Wie geht es dir inzwischen? Mal so, mal so. Lass dir von deinem Chef sagen. Verreise ein paar Tage und lass einfach alles für einen Moment hinter dir. Ja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und fang bitte erst wieder an zu arbeiten, wenn du wirklich dazu in der Lage bist. Nimm dir alle Zeit der Welt. Weißt du, was wirklich komisch ist? Ich muss jetzt Ratschläge beherzigen, die ich normalerweise anderen Menschen gebe. So ist das als Arzt. Du, ich müsste trotzdem noch mal was nachschauen. Nur, ob ich die Diagnose richtig eingetragen habe. Ja, natürlich. Mach's gut, Leonard. Ich danke dir. Ich bin ja wohl mal echt der Depp vom Dienst. Ich ackere seit Stunden und Felix meldet sich nicht mal. Hast du es noch mal auf deinem Handy probiert? Ich kenne seinen Labetex mittlerweile auswendig. Toll. Und der Film, den ich sehen wollte, ist auch vorbei. Ja, dann kannst du hierbleiben und mir noch ein bisschen helfen. Die Mädels da vorne bekommen noch 3 Sunshine Flights. Konstantin? Lisa? Ich bin immer noch im Blue Eyes. Aber ohne dich ist es langweilig. Was? Ich verstehe dich nicht. Was? Ich verstehe dich kaum. Wo bist du denn?
Hier! Was ist los? Hat Susanne dein Hausarrest aufgehoben? Nein. Warum bist du dann hier? Was ist mit deinen Matheaufgaben? Sind in guten Händen. Felix, beeil dich! Ja. Ich hol noch mein Rasierzeug. Was? Das ist doch total unwichtig. Nichts da. Kratzspuren auf deiner elfengleichen Haut? Kommt nicht in Frage. Aber Felix, was ist, wenn der Polizeibeamte ins Penthouse kommt und wir sind nicht da? Dann sagen wir einfach deinem Hausmeister Bescheid, er soll aufmachen. Felix. Ja, aber dafür hast du noch Zeit, oder? Na, endlich. Wieso habt ihr nicht gleich auf mich gehört? Aber lass dich bloß nicht von Andi erwischen. Der ist stinksauer, weil er dich hinter der Theke vertreten muss. Mist, das habe ich total vergessen. Ich soll euch auch mal ein Opfer für die Liebe bringen. Natürlich richten wir uns gleich im Liebesnest ein. Ja, sozusagen. Gezwungenermaßen. Der Stalker hat Vanessa wieder bedroht. Was? Ja, aber Felix zieht zu mir, bis die Polizei den Typen gefasst hat. Sei trotzdem vorsichtig, vor allem auf der Straße. Ich glaube, wir gehen erst gar nicht raus. Also langweilig wird uns bestimmt nicht. Na, wenn ihr ein Care-Paket braucht, Kokos Home Service steht euch immer zu Diensten. Du erpresst Paul? Wie krass! Ich hab's doch nur für dich getan. Außerdem hätte er dasselbe gemacht, wenn er es könnte. Trotzdem, wenn deine Mutter rausfindet, dass du hier bist, dann hast du Stubenarrest, bis du 50 bist. Ja, und du suchst dir dann eine andere Freundin, weil wir uns nicht mehr sehen dürfen. Quatsch, guck dich doch mal um. Ist dir irgendeine so süß wie du? Sag mal, findest du es denn gar nicht komisch, dass Paul auf deine ältere Schwester steht? Wenn du wüsstest, wie oft ich ihm schon versucht habe, das auszureden. Zwecklos. Du wusstest es? Ja. Haben wir uns nicht mal geschworen, uns immer die Wahrheit zu sagen, immer ehrlich zueinander zu sein? Vielleicht gehört an dieses Versprechen noch eine Fußnote. Dass alle Geheimnisse, die Paul uns anvertraut, ausgeschlossen sind. Ich durfte wirklich mit niemandem darüber sprechen. Ist ja auch egal. Und wie soll's jetzt mit euch beiden weitergehen? Willst du Paul auch noch deine Klausuren aufdrücken? Gar keine schlechte Idee. Lisa, das kannst du nicht bringen. Obwohl, vielleicht hakt Paul Carla dann endlich ab. Auch wieder wahr. Aber mach dir trotzdem keinen Kopf. Wenn Paul für mich brav Mathe macht, verschone ich ihn in Zukunft. Danke nochmal, Herr Kommissar, dass Sie so schnell kommen konnten. Keine Ursache. Und dann noch einen ruhigen Abend. Danke. Den können wir gebrauchen. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Dein Festnetz und das Handy werden jetzt überwacht. Der Typ hat keine Chance mehr. Na, hoffentlich. Außerdem bin ich ja bei dir. Und ich lasse dich nicht mehr allein. Danke, Felix. Das macht mich sehr glücklich. Weißt du was? Wir machen jetzt einen Wein auf. Dann gehen wir zusammen in die Badewanne und vergessen den ganzen Tag einfach, okay? Vielleicht interessiert sich der Stalker ja wirklich nicht mehr für mich, wenn ich nicht mehr in der Presse oder im Fernsehen bin. Eben. Ich meine, eine langweilige Blondine, die dazu auch noch vergeben ist, was Langweiligeres gibt's gar nicht.
eine langweilige Blondine? Eine grässlich langweilige Blondine und hässlich dazu. Oh. Lass die Finger von meiner Prinzessin. Und, wie war dein Abend? Super. Du bist echt ein Schatz. War es sehr schwer? Naja, Zahlen, Formeln, ein ewiges Mysterium. Es soll ja nicht gleich jedem auffallen, dass ich die Aufgaben gelöst habe. Paul, was hast du mit meinen Aufgaben gemacht? Ich habe sie ausgerechnet. Aber ob sie jetzt alle richtig sind, ich würde sie alle noch mal nachrechnen. Man weiß ja nie. Korrigiert hast. Wieso sollte ich? Weil du absichtlich Fehler eingebaut hast. Ich? Das kann nicht sein. Du hast gesagt, ich soll die Aufgaben ausrechnen. Davon, dass sie richtig sein sollen, war nie die Rede. Und vor allem, ich lasse mich von dir doch nicht erpressen. Okay. Du willst es nicht anders. Wie war das doch gleich? Den Kunstband für Carla hast du spottbillig im Internet ersteigert? Wo ist eigentlich dein Snowboard? Kann es zufällig sein, dass du es verkauft hast, um den Kunstband für Carla zu bezahlen? Woher weißt du das? Konstantin. Susanne findet es bestimmt spannend, die Geschichte noch einmal zu hören. In der richtigen Variante. Welche Geschichte würde ich gerne in der richtigen Variante hören? Verdammter Mistkerl. Das ist ungerecht. Du glaubst doch nicht, dass du glücklich weiterleben kannst. Nein. Du Drecksack, hast du meine Frau und mein Kind weggenommen! Dafür wirst du büßen. Leonard. Cecile. Bitte, tu das nicht.